Einen wunderschönen guten Tag, liebe Eisbärenfans. Herzlich willkommen hier in der Zentralschweiz, hier in Zug, 23 Kilometer von Zürich, der Schweizer Metropole entfernt. Wir stehen direkt am Fuße des Zugerbergs und am Zugersee und wir wollen mal gucken, was Zug so kann. Hier gleich im Hintergrund seht ihr nochmal den Zugerberg und danach auch natürlich den Zugersee. Und was dann noch kommt, ist das Toleranzschiff, das hier das Kunsthauszug hingestellt hat, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Das Kunsthauszug hat auch da diesen wunderbaren Tunnel installiert, wo man in den Zugersee gucken kann. Man sieht nur nichts vor lauter Algen. Ansonsten ist Zug eine 30.000 Einwohnerstadt hier mitten in der Schweiz. Der Kanton Zug ist der wohlhabendste Kanton der Schweiz und wir wollen mal schauen, ob die Leute sich denn auch im Eishockey auskennen, nämlich die Eisbären Berlin kennen. Das wollen wir jetzt erfragen. Und als kleine Hilfe haben wir noch den Herrn dabei, Mickey Dupont, der hat nämlich hier mal gespielt. Mal gucken, wie es läuft. Kennen Sie die Eisbären Berlin? Ja, die kenne ich. Die spielen gegen uns, gegen den EVZ in der Hockey Champions League. Wissen Sie, dass ein Eisbär mal beim EVZ gespielt hat? Nein, das weiß ich jetzt nicht. Kennen Sie diesen Herrn? Das ist der Mickey Dupont, der hat mal gespielt. Ja, den kenne ich gut, der war sicher 5-6 Jahre bei uns in Zug. Ja. Interessiert ihr euch für Sport? Ja. Okay, kennt ihr euch im Eishockey aus? Nein. Okay, alles klar. Aber vielleicht kennt ihr trotzdem die Eisbären Berlin. Nein. Kennst du denn die Eisbären Berlin? Nein. Kennst du denn die Eisbären Berlin? Hallo, ja, also nur vom Hören, aber mal sehen, was heute wird. Ja. Aber nein, kennen nur das Lied von den Eisbären. Kannst du es singen? Hey, wir wollen die Eisbären sehen. Nur diesen Teil. Bist du denn schon länger EVZ-Fan, sodass du vielleicht auch einen Eisbären Berlin-Verteidiger noch kennst, als er beim EVZ gespielt hat? Mickey Dupont? Sag mir jetzt nichts, der Name. Kennt ihr die Eisbären Berlin? Ja. Ja, aber nicht sehr gut. Hast du vielleicht mal schon was gehört von Mickey Dupont? Nein. Das ist ein Verteidiger, der nämlich auch schon mal beim EVZ gespielt hat und spielt jetzt bei den Eisbären Berlin. Nein, hab noch nicht von dem gehört. Alles klar. Du stehst dann in der Fankurve vom EVZ? Ja, natürlich. Kannst du uns ein Lied vom EVZ singen? Wenn durch Kämpfe gesehen, wir wenn durch Siege gesehen, um jeden Preis, für Blau und Weiß. Schololo. Ja. Tja, liebe Zuger, liebe Schweizer, jetzt kennt ihr die Eisbären auf alle Fälle, nachdem sie euch gestern aus der Champions Hockey League geworfen haben. Da wird nicht nur das Restaurant Bären hier aus Downtown Zug bei euch im Kopf bleiben, sondern auch die Eisbären Berlin. In diesem Sinne und tschüss.